Warren Lane, Stanmore, nördliches London, 0:01. Mom? Mom? Oh, Debbie. Wo ist Dad? Weißt du, dass Dad bei der Arbeit ist? Schlaf jetzt, mein Schatz. Aber ich hab Durst, Mom. Mom. Ich trinke nur ein Glas Orangensaft, Mom. Bin gleich wieder da. Debbie brauchte kein Licht zu machen. Draußen war Vollmond. Außerdem war sie schon groß und konnte den Weg in die Küche allein finden. Sie kroch aus dem Bett, stieg die Stufen hinunter, durchquerte den Flur, erreichte die Küche. Sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um den Kühlschrank zu öffnen. Gerade umklammerten ihre kleinen Hände den Griff der Kühlschranktür, als sie ein Geräusch vernahm. Mom? Bist du's, Mom? Debbie ließ die Hände sinken und ging ins Wohnzimmer. Langsam einen Fuß vor den anderen setzend, als würde sie auf einem Seil balancieren, näherte sie sich der Terrassentür. Auf der Terrasse lag etwas. Etwas Schwarzes. Und es bewegte sich. Ein Mann? Der Mann? Das Ding hatte den Kopf abgewandt. Hallo? Hallo? Er fuhr herum und packte ihren Arm. Und jetzt sah Debbie, dass der Mann gar kein Mann war. Er war ein Ungeheuer mit gelben Augen. Ein Hund. Ein großer Hund. Debbie schrie nicht, konnte nicht schreien. Da war etwas in den Augen des Ungeheuers. Gier und Hunger und Angst. Das Ungeheuer hatte auch Angst, aber nicht vor ihr. Sie zog ihren Arm zurück, versuchte es. Mom! Mom! Oh Gott, lass mich in Ruhe! Lass meine Tochter in Ruhe! Debbie sah, wie ihre Mutter auf das Ungeheuer zustürzte. Sie wollte sie retten. Das Ungeheuer schnappte erneut zu. Debbie sah, wie es zubiss. Seine Haue in die Schulter ihrer Mutter bohrte, während es Debbie mit der Pranke umklammert hielt. Einmal war ihre Hand wieder frei. Debbie rannte zu ihrer Mutter, die am Boden lag. Ihre Lider flatterten, als sie den Blick auf Debbie richtete. Debbie! Oh Gott! Das reicht jetzt, Pamela. Na, mein Freund, willst du uns jetzt dein Geheimnis verraten? Wechsel das Magazin, Pamela. Gerne doch. Spürst du die Schmerzen? Das ist nur ein Vorgeschmack. Jetzt sind Silberkugeln im Magazin. Also? Ich glaube, er kann nicht so gut reden. Das weiß ich selbst. Aber er versteht mich. Du verstehst mich doch, oder? Ja, du kannst uns zu ihr führen. Willst du das für mich tun? Na? Tja, das war wohl nichts. Mom? Wen haben wir denn da? Mom. Na, wie heißt du denn, Kleines? Lassen Sie meine Tochter. Bitte lassen Sie meine Tochter. Dich habe ich nicht gefragt. Also, wie heißt du? Debbie. Debbie. Willst du, dass wir deine Mutter am Leben lassen, Debbie? Was? Sie wurde gebissen. Mister. Weißt du, normalerweise würde ich dir diesen Gefallen tun, Debbie. Ich bin ja kein Unmensch.
Aber im Moment bin ich auf Werwölfe sehr schlecht zu sprechen. Pamela. Und was ist mit dir, Debbie? Wurdest du auch gebissen? Lass mal sehen. Sie hat uns gesehen. Ja, das stimmt. Unterm Rücken, Debbie. Dreh dich mal rum. Nein, mein kleiner Schatz, dir geht es gut. Also reichen normale Kugeln. Nimm die Waffe runter, Pamela. Was? Runter damit. Debbie, hörst du mir zu? Wenn ich dir etwas sage, kannst du es dir dann merken und weitersagen? Schön. Dann sag bitte John Sinclair, wenn er das hier sieht. Und er wird kommen und das hier sehen. Also, wenn er kommt, dann sag ihm, Lupina ist hier. Hier in Stanmore. Und er soll sie jagen. Und sie sich holen. Und es geschah in einer dunklen Epoche, 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, dass ein Mann lebte, der bereits wusste um die Kraft des Bösen, um seine Leiber, Wirte, Kreaturen. Und weil er ahnte um unsere Schwäche, sammelte er sein Wissen und ließ es werden zu Erde und Stein. Und es wurde ein Kreuz, das er weihen ließ durch die Kraft der Engel. Doch das Kreuz war nicht für ihn bestimmt. Und so musste es warten auf seinen Besitzer. Über Jahrtausende. Bis heute.